Das ist der erste Teil der Videodokumentation zum Bau des Millkriegs 16,5. Ich beginne den Bau damit, die Leisten, die vorgeschäftet sind, auf ihre volle Länge zu verbinden. Dazu mische ich mir eine Epoxidklebemasse an. Beim Arbeiten mit Epoxid sollten unbedingt Schutzhandschuhe getragen werden, um Hautkontakt zu vermeiden. Ich benutze unser Berger Bote Universal Epoxidharz mit einem Mischungsverhältnis von 100 zu 55. Das heißt, auf 100 Gramm Harz kommen 55 Gramm Härter. Wichtig bei der Arbeit mit Epoxidharz ist zum einen das genaue Mischungsverhältnis, das ich hier mit einer Briefwaage erreiche, und zum anderen die gründliche Durchmischung des Harz-Härter-Gemisches. Mischen kann man per Hand mit einem Holzspatel oder, so wie ich es hier mache, mit einem Rührpropeller und einer Bohrmaschine. Dabei sollte man aufpassen, dass man nicht zu schnell durchmischt, damit das Epoxid nicht aufschäumt. Das Epoxid wird für Verklebungen jetzt angedickt. Unangedickt würde es aus der Verklebung wieder herauslaufen. Zum Andicken benutze ich Microfiber. Das sind Zellulosefasern, die die Klebemischung besonders stabil machen. An die richtige Konsistenz muss man sich etwas herantasten. Fertig ist die Klebemischung, wenn die Paste nicht mehr oder nur sehr zäh vom Rührstab tropft. Das ist noch zu flüssig, da muss noch etwas hinzu. Jetzt ist es gut. Ich lege mir ein paar Klemmzwingen bereit und ein paar Streifen Plastikfolie. Die Folie verhindert zum einen das Verkleben der Leisten mit der Arbeitsunterlage und nachher auch ein Ankleben der Klemmzwingen an den Leisten. Mit einem Pinsel bestreiche ich die Schäftungen mit der Epoxidklebemasse beidseitig, nicht zu knapp. Jetzt kann ich die Leisten zusammenkleben und achte dabei genau auf die Ausrichtung, dass kein Versatz entsteht. Ist alles gut ausgerichtet, decke ich die Verklebung mit einem Streifen Plastik ab, damit, wie gesagt, die Klemmzwingen nicht an den Leisten ankleben und fixiere dann alles gut mit Klemmen.
Die Leisten des Milchkriegs werden an zwei Stellen geschäftet, um so eine Gesamtleiste von 5,10 Meter mindestens zu erreichen. Die Leisten werden dann später auf ihre genaue Länge gekürzt. Am nächsten Tag, nach entsprechender Aushärtungszeit des Epoxids, kann ich Klemmzwingen und Plastik entfernen und säubere jetzt die Klebestellen von herausgequollenem Epoxid. Das mache ich mit einem Exzenterschleifer und einem Schleifgitter, einem Abranet-Schleifgitter, das ist ein sehr hochwertiges Schleifpapier, das wesentlich länger hält für Schleifarbeiten an Epoxid als herkömmliches Schleifpapier. Die Leisten werden rundherum auf allen vier Seiten gesäubert.